Der November 2020, er geht leise. Und in der Langfristbetrachtung ist das ein gutes Omen eigentlich für einen Winter, der seinem Namen alle Ehre machen kann. Das schauen wir uns allerdings an anderer Stelle an. Und jetzt erst einmal grüße Sie und grüße euch mit dem Blick auf die kommenden Tage. Bevor wir auf die kommenden Tage schauen, blicken wir einen Tag zurück und zwar auf Kathrein. Hier haben wir folgende Bauernregel für den 25. November. Ist an Kathrein das Wetter matt, kommt im Frühjahr spät das Blatt. Bedeutet, wenn wir hier viel Nebel und Hochnebel haben und es eine ruhige Wetterlage ist, wird sich der Winter ziemlich lange ziehen. Oder wie das Wetter um Kathrein wird es den ganzen Winter sein. Heißt, wenn sich jetzt eine Wetterlage so einrenkt, dann hat die eben längere Zeit Bestand den ganzen Winter über. Und es geht ja bei den Bauernregeln nicht nur immer um einen Tag, sondern um die Tage herum. Und durch die Kalenderreform muss man ein paar Tage draufrechnen, nicht 10, das ist falsch. Aber einige so Ende November, Anfang Dezember. Auch das schauen wir uns an anderer Stelle an. Nur der Form halber nehmen wir das noch mit. Schaut also gut aus. Und das ist die unaufgeräumte Wetterlage des heutigen Tages. Da sehen wir auf der einen Seite viele Hochs. Die habe ich mal in verschiedenen Farben gemacht. Dieses Hoch ist bei uns theoretisch für milde Luft verantwortlich. Die lassen wir mal neutral. Und das kalte Hoch hier im Kontinent, das ist noch weit weg. Dann haben wir so viele kleine Tiefs. Das sind die warmen Tiefs, das sind die kalten Tiefs. Und hier ist eine schwache Front drin. Die kommt und kam in der Nacht schon reingezogen in den Nordwesten mit leichtem Nieselregen, auffrischendem Wind. Eher so dieses typische Uselwetter im Nordwesten. Der Rest war und ist unter dem Hochdruck. Und diese beiden Dinger, die drehen jetzt etwas. Das Hoch wird kalt und um dieses Hoch herum streift uns so eine Art Kaltlufttropfen, dieses Höhentief. Es wird uns allerdings nur streifen und nicht erreichen. Und wir sehen die Isobarendrängung hier, die sind waagerecht, das heißt, da kommt eher Ostwind in Gang und der wird in Bodennähe dann etwas kältere Luft herantransportieren. Und nochmal zwei Tage später, jetzt sind wir am letzten Novembertag, am Montag flutscht dieses Tief weg. Es gibt aber immer noch große Unsicherheiten. Das Tief kann ein bisschen weiter bei uns liegen, ein bisschen weiter weg, hin und her. Auf jeden Fall die Grundwitterung bleibt in den kommenden Tagen ähnlich. Jetzt haben wir es aber erst einmal heute mit der Front zu tun, die in der Nacht ja reingeschlichen kam. Die liegt über dem Norden, bringt so leichten Regen, Nieselregen, dahinter lockert es auf, der Wind frischt auf. Südlich davon gibt es so eine Zone, da haben wir viel Sonnenschein und dann kommt die Nebelsuppe in den Niederungen Süddeutschlands, in der Schweiz und in Österreich, gerade in Österreich, hier Ober- und Niederösterreich, Wien und das Burgenland. Hier haben wir leichten Dauerfrost, sonst 2 bis 8. Im Schwarzwald und mit leichten Föhneffekten im Breisgau, dann auch am Niederrhein und an der Nordsee bis zu 10 Grad. In der kommenden Nacht verdichten sich Nebel und Hochnebel wieder oder breiten sich neu aus. Dann haben wir noch diese Schlabberfront im Norden, die bringt nicht mehr viel Regen. Hier sind es bis plus 7 Grad, im Südosten bis zu minus 7 Grad. Tagsüber erwarten uns dann am Freitag im Norden immer noch viele Wolken. Da nieselt es leicht raus. Nicht viel, aber da kommt ein bisschen was runter. Im Südosten haben wir den gleichen Schlons wie an den Vortagen. Nebel und oder Sonnenschein. Und der große Rest liegt irgendwo dazwischen bei 3 bis 10 Grad. Dann haben wir den Samstag. Da dreht der Wind, wir haben das eben gesehen, an den Isobaren auf östliche Richtungen. Und so ein hochnebeltiefes Wolkenfeld zieht dann ungefähr bis zur Elbe rein, auch vom böhmischen Becken. Da wogen dann immer wieder die Hochnebelfelder aus dem Böhmerwald in den Bayerischen und Oberpfälzerwald rein. Ebenso im äußersten Osten Österreichs, in der Schweiz und in Deutschland haben wir sonst in manchen windgeschützten Niederungen noch Nebel. Hier bleibt es leicht frostig. Mit leichten Föhneffekten in den westlichen Mittelgebirgen sind es bis zu 10 Grad. Am Sonntag bleibt es windig. Dazu kommt dieses kleine Tief herangestriffen, bringt uns von Oder und Neiße ein bisschen Nieselregen. Das ist ein ganz feines Geflunsel. Richtung Erzgebirge und Elbsandsteingebirge ist es feiner Schnee. Die Temperaturen gehen insgesamt ein bisschen zurück. Und warum ist die rote 7 an der Ostsee? Durch das wärmende Wasser mit auflandigem Wind ist es hier auf Rügen relativ mild und auf Usedom. Am Montag dreht der Wind an der Nordsee, bringt hier relativ milde Luft. Sonst haben wir im Osten Nebel und Hochnebel, ein bisschen Schnee rund um das böhmische Becken. Hier bleibt es auch frostig. Etwas Schnee kann auch im äußersten Süden der Schweiz fallen, Richtung Norditalien. Und ansonsten haben wir im Ostwind Sonnenschein. Minus 1 bis plus 5 Grad sind es, minus 3 Grad in den Gebieten, wo wir viel Nebel haben. Und dann ist der November eben zu Ende und es wird kein Rekordmonat werden. Was das aber bedeutet mit dem November oder bedeuten kann, das schauen wir uns später an. Bis dahin.